So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit unserer Karriere mit Bayreuth. Wir sind immer noch in der vierten Saison. Spieltag Nummer 7 steht heute an. Und ja, wir wollen nach der Niederlage, ja, durchaus eine glückliche Niederlage, weitermachen heute mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in der Liga. Und ich glaube, danach müsste irgendwann schon Neapel kommen. Was die? War Samstag, Freitag, Samstag? Ja, dann ist nämlich da frei, dann ist das nächste Spiel danach Neapel. Glaube ich zumindest. Oder der DFB-Pokal, das kann doch nicht auch sein. So, wir brauchen jetzt nicht irgendwie groß was zu ändern. Die Mannschaft hat eigentlich sehr gut gespielt, hat aber, ja, wie gesagt, gegen Real Finale am Ende keine Chance gehabt. Sollte eigentlich klar sein, auch wenn ich persönlich im Spiel sagte, ja, da sind einige Situationen dabei, die wir zum Glück sind, unter anderem das eine Tor, das 1-0, was aber auf den ersten Blick klar als Abseits war, war es aber am Ende nicht. Ich habe dann ja nochmal nachgeguckt. Ja, und die eine Tagpause. Ich wollte eigentlich noch aufgenommen haben. Also gestern noch aufgenommen haben. Wenn die Folge aus von vorgestern. Dann der 13-Stunden-Schicht, hast du keinen Bock mehr. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen und wir freuen uns auf eine reizvolle Begegnung. So, die Jungs klatschen sich ab und wollen natürlich heute sich einschwören für den großen Wurf. Wir wollen natürlich heute Leverkusen schlagen, so ist es nicht. Sollte Leverkusen heute gewinnen, sind sie vorbei an uns. Sollten wir aber tatsächlich gewinnen, haben wir zumindest mal die Möglichkeit, uns ein bisschen wieder vor der Bayer abzusetzen. Ja, das soll unser großes Ziel werden. Aber wer weiß, was heute passiert. Auf geht's, Hans-Walter Wildstadion. Wir wollen weitermachen mit dem nächsten Ligasieg. Wie gesagt, wenn wir Zweiter werden, wenn wir weiterkommen, dann müssen wir beim nächsten Spiel gegen Neapel auf jeden Fall gewinnen. Das wäre total toll. Das direkte Duell gegen Platz 3 haben wir Zielspieler, aber zumindest mal gewonnen! Und da muss der auch hin! Weil der Torhüter verhindert unser Führungstor gegen Bayer Leverkusen. Aubameyang! Kann was werden, Aubameyang! Stirner! Stirner! Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Aus dem Angriff. Und er hat die nächste gute Chance, aber da verteidigt einer gut und sagt da, das ist mein Ball. Medi. Mit der Glanzparade verhindert er hier den ersten. Gnabry und Rote. Nächster Einwurf Leverkusen. Klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Gnabry. Lorenzo Pellegrini. Ah, ja, gut gelöst. Da. Und nun ein Schuss. Und doch. Das der Torwart da, gut gemacht. Ecke Leverkusen. Ecke kommt rein. Den hält er sicher. Doppert. Gar kein Problem. Gut zugegriffen. Kommt. Und leitet den Konter über Rot. Auf ihn wird's ankommen, Leute. Da bin ich sicher. Er hat und Novoa. Der ist ein bisschen zu weit aus, meiner Meinung nach. Wenn Sie ihn ausschalten können. Und dann hat er die Lücke. Da sind sie da, guter Block. Aber da verteidigt er gut. Gnabry. Da sehen wir den Ballverlust. Hier da ist. Und jetzt dieser tolle Steil. Ah, aber das will die gut gehalten. Zugegriffen gegen Eckler. Das wäre eine ganz gefährliche Situation gewesen.
dass der Stuttgart da fast vorbei wäre am Georgi-Keeper der Leverkusen, ne? Aubameyang. Aubameyang flankt. Sie können sich da hinten befreien. Worüber? Jetzt der entscheidende Pass und dann kann no, er... Boah. Klasse gehalten. Nächste Chance Bayreuth. Also die Mannschaft, unsere Mannschaft steht hier. Weiß, kann mithalten, kann zeigen, was sie können. Acuña. Lorenzo Pellegrini. Pellegrini und Albiol. Der ein bisschen angeschlagen scheint. Das ist natürlich ein unnötiges Abseits. Abseits? Wovor? Ja, ich muss wechseln tatsächlich. Ich glaube, da ist irgendwo eine Situation gewesen, da ist er angeschlagen, muss halt so tatsächlich raus heute. Relativ früh. Peri wird jetzt gleich in die Partie kommen. Einen Moment wartet, sind alle wieder und jetzt wird er wechseln müssen. Verletztes bringt der frühe Wechsel, 28. Der Defensive die Arbeit leicht, zu leicht. Schade. Hoffentlich wird er schnell wieder fit. Der 40-jährige Kapitän. Abwehrstabilisator. Nadim Amiri. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Und jetzt Tempo über Moriba. Das kommt Moment des Abspiels. Könnte die Führung werden. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Scheiße. Da passt er auf und kann klären. Was macht er draus? Schellerow und wieder der georgische Schlossmann der Leverkusen hat jetzt super. Das ist jetzt die dritte, vierte Situation. Ja, sie hadert ein wenig mit der Chancenverwertung. Ja. Die Gelegenheiten sind ja da, aber immer wieder scheitern sie und so bleibt es beim Ecke. Im Moment haben sie den Ball nicht und jetzt müssen sie hinten aufpassen. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Ja, die Führung wäre hoch verdient. Wäre. Da konnten sie nichts draus machen. Amiri. Sterner. Kommt nicht vorbei. Ja, es gibt Einwurf. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Pellegrini. Am Ball Acuña. Acuña. Ja, es ist ein bisschen Frust dabei, wenn man gerade sieht, dass man einfach keine... Fair vom Ball. Schönes Zuspiel hier. Ah, der ist ein bisschen lang. Hey, der war super, Mani. Das war eine ganz enge Szene. Der Keeper verhindert immer noch das... Kyle Walker-Peters. Taremi. Auf außen hat Gnabry Platz. Schön. Vielleicht doch noch jetzt irgendwie wehtun. Nein, bei der Pause passiert nichts mehr. In diesem Spiel. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Er findet offensiv bislang nicht wirklich statt. Das können wir auch ganz gut an den Abschlüssen erkennen. Schade. Schade, schade, schade. Aber gut. Kurs viertes Unentschieden, Fragezeichen. Wäre der Keeper, glaube ich, nicht so stark, wird's, glaube ich, wäre es, glaube ich. Die zweite Hälfte läuft. Die bisher mit dem Anstoß. Wäre es eine verdiente Führung, muss man so sehen. Aber gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert. Erstmal Angriff Bayer Leverkusen über Marin. Nein, es ist nicht Marco Marin. Der hat, glaube ich, seine Karriere mittlerweile oder hat seine Karriere beendet. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. Aber so genau weiß ich es jetzt auch nicht. Nun Aubameyang. Aubameyang. Ja, eigentlich sollte der auf Sterner gehen, geht aber bei Eckloff. Oh, da unten ist. Gar keiner. Schellerow war es eigentlich. Leverkusen bekommt den Freistoß. Wofür? Ernsthaft? Okay, das Freistoß, warum? Bei Davis. Da der kommende Gegner der Leverkusener. Es geht gegen Schalke im nächsten Bundesligaspiel. Schönes Ding. Müssen Sie sich wohl keine großen Sorgen machen. Ja, das könnte was werden jetzt.
Immer wieder schaut er, wo ist die Jetzt Lücke? Ist er halt wohl da. Endlich! Pierre-Emerick Aubameyang, 57. Und damit war ja eigentlich auch fast schon zu rechnen. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich mitnehmen. Es war auch ein leichtes, den da reinzulegen. Das war jetzt auch mehr oder weniger ein leichtes, den da reinzumachen. Tor Nummer 5 für ihn. Leverkusen ist in Rückstand geraten. Weiter geht's. Jetzt hätten wir Leverkusen. Ja, wir müssen ja mehr oder weniger schon fast wieder gewinnen. Wenn wir wirklich den Titel verteidigen wollen, müssen wir heute was. Der Ball erstmal abgefangen. Müssen wir im Idealfall 3 Punkte mitnehmen. Klasse Zuspiel. Kein Abseits, oder? Nö, sagt der Schiedsrichter nicht. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Wieder der Torhüter, der hält die Leverkusen am Spiel. Tor gewesen, eine Riesenparade. Wechsel bei Leverkusen. Ecke kommt in die Mitte. Nein, keine gute Befreiung hier. Die Chance jetzt. Ah, Eric. Der das sehr gut da hinten macht. Und dann geht Gnabry gegen Schelderup. Der hat aber der Norweger. Erklären auf Kosten dieses Einwurfs. Einwurf. Bayer. Leverkusen mit dem Wechsel. Leverkusen. Gnabry. Jo, passt. Es ist immer der Hofer, diese frühe, diese Führung hier. Weil man einfach viel Chancen hat. Sie bislang aber noch nicht so wirklich konsequent nutzt, um halt was Beruhigendes mitzunehmen. Die Abwehr gut. Ah. Der Ball gewinnt. Oh, dann plötzlich. Aber Leverkusen provoziert diesen Ball von uns und holt sich erst 1:1. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Das haben sie sehr, sehr stark gemacht. Eigentlich war das Ding, der ist safe von unsere. Und kam aber nicht weg. Aber den wenigen nutzt er und macht das Sala. Asmun. 1:1, wieder unentschieden. Scheiße. Der Spielverlauf ist völlig offen. Sehr gut aufgepasst. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Abseits. Nee, nichts ist. Abseits, sagt zumindest der Assistent. War eine enge Geschichte. Oh, jetzt werden sie wechseln. Paketa. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Da können sie kontern. Abseits, ja. Nein, es war doch nichts. Meiner Meinung nach. So, wir müssen jetzt durchwechseln. Ich werde jetzt auch wechseln. Vielleicht da nochmal doch noch den entscheidenden Sieg, den hochverdienten Sieg und so. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Kurz vor Ende und der Angriff. War ja! Die Führung jetzt. Ist das schon der Siegtreffer? Er bleibt ruhig und macht es. 2:1. 82. Vierter ab. Bayreuth führt verdient erneut. Bringen schnellen Spieler rein, schnellen Stürmer. Und, drei, und dann steht es plötzlich. 2:1. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Jan Fieter ab. Gnabry. Jedenfalls. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Asmun, Ballverlust. Aber das ist wieder, diesmal macht Perez für richtiger. Und
Ah, verdammt. Ja, glaube ich, abseits gewesen. Das ist, also, glaube ich, den Schritt weggegangen. Reus. Reus. Und dann verlieren sie doch den Ball. Oh, und gib ihm. Kein Abseits, meinetwegen. Doch, Andrade. Ist klar. Schnelle Vorstöße, Lücken schaffen, hinter die Abwehr kommen, aber Fahne ist oben, Abseits. Nee, hier hat's nicht geklappt. Es ist riskant, so zu spielen. Da hat die Abstimmung nicht gepasst. Diesen Pass holen sie sich. Erster Linie ist er mal weg. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Aber es müsste gleich Feierabend sein, oder? Fragezeichen. Lucas Paqueta. Ende. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier am Ende also den Sieg in der Liga. Da sieht man wieder, was es ausmacht, wenn du den unbändigen Siegeswillen hast. Den haben sie und rausgekommen ist der späte Siegtreffer. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren, ist einfach stark. Diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus. So, also verdient ist dieser Sieg auf alle Fälle. Leverkusen hat sein Tor gut rausgekämpft oder mehr oder weniger dran geblieben. Hat uns einen Fehler provoziert. Wir haben am Ende dann nochmal zuschlagen können. Und haben es am Ende dann nach Hause gefahren. Wie gesagt, wir haben es gesehen, es war verdient, der Keeper hat es gut gehalten, sehr gut gehalten. Und wir haben dann die 3 Punkte klar nach Hause geschickt, klar nach Hause geholt. Oder zu Hause behalten, wie auch immer, wie ihr Lust und Laune habt, wie ihr das wollt. So, nächster Gegner ist auswärts RB Leipzig. Mit einem Sieg, da wären wir wieder Dritter, mindestens. Und ob wir das schaffen, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis morgen, ciao.